Eine Rakete erreicht in 2,5 Minuten die Geschwindigkeit 5 Kilometer pro Sekunde. Klein a, wie groß ist die Beschleunigung? Klein b, wie lang ist der von der Rakete zurückgelegte Weg? Wir stellen diese GGBB so dar. Wir wissen, dass diese Zeit t 2,5 Minuten beträgt, das heißt 2,5 mal 60 Sekunden, also 150 Sekunden. Wir wissen auch, dass diese Geschwindigkeit v 5 Kilometer pro Sekunde beträgt, das heißt 5000 Meter pro Sekunde. Was wir suchen, sind die Beschleunigung a, die wir in Meter pro Quadratsekunde ausdrücken, und die zurückgelegte Distanz x, die wir in Meter ausdrücken. Um a und x zu finden, nutzen wir diese zwei Formeln einer GGBB. Beginnen wir mit der Beschleunigung a, die wir durch diese erste Formel herausfinden werden. Diese erste Formel führt sofort zu dieser Gleichung. Wir haben ganz einfach V ersetzt durch 5000, V0 ersetzt durch 0 und T ersetzt durch 150. Diese Gleichung führt dann zu A gleich 5000 geteilt durch 150, das heißt 33,3 Periode. Und somit ist die gefragte Beschleunigung gleich zu 33,3 Periode Meter pro Quadratsekunde. Jetzt suchen wir die Distanz x durch diese zweite Formel einer GGBB. Diese zweite Formel führt sofort zu dieser Rechnung. Wir haben x0 durch 0 ersetzt, v0 ebenfalls. Wir haben t ersetzt durch 150 und a ersetzt durch 100 Drittel. Wenn man diesen Bruch kürzt, dann findet man 100 Drittel und das sind diese 33,3 Periode. Diese Rechnung führt dann sofort zu 375.000 Meter, also die gesuchte Länge x beträgt 375 Kilometer.